Wenn es soweit ist und der Welpe zieht ein, sollte man gut vorbereitet sein und einige Dinge bereits zu Hause haben. Deswegen haben wir für euch eine Checkliste erstellt, was ihr alles vor dem Einzug des neuen Vierbeiners besorgen solltet, um optimal vorbereitet zu sein. Der Welpe hat natürlich ein großes Schlafbedürfnis. Daher sollte er ein Bett haben, das für ihn immer zugänglich ist und eine Art Schonraum ist. So kann er sich auch zurückziehen, wenn ihm alles einmal zu viel wird. Eine Hundebox kann auch als Rückzugs- und Schlafplatz dienen. Und zusätzlich bietet sie eine Möglichkeit, den Hund im Auto zu transportieren. Es gibt verschiedene Boxen, die Softbox, die Hartschalenbox oder auch die Gitterbox. Und je nach Verwendung haben auch all diese Boxen ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist natürlich, dass der Welpe sich darin wohlfühlt und dafür muss die Box positiv aufgebaut werden. Die meisten Welpen bringen zudem eine große Portion Hunger mit. Dafür braucht ihr natürlich ein Futter und auch einen Wassernapf. Es gibt auf dem Markt eine riesige Auswahl an Fütterungsmöglichkeiten. Das Trockenfutter, das Nassfutter und auch das sogenannte Barfen, das sind so die bekanntesten Optionen. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann schau dir doch einfach gerne unser kostenloses Futterwebinar der Dog University an. Für das Training mit dem Hund kann man entweder einfach etwas vom Hundefutter abziehen oder extra Leckerchen kaufen. Achtet nur dabei darauf, dass der Hund seine Tagesration nicht ständig überschreitet. Ansonsten habt ihr schnell ein Problem mit Übergewicht und das ist wirklich ungesund beim Welpen. Am Anfang solltet ihr für euer neues Mitglied sowohl ein Halsband als auch ein Geschirr kaufen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass beides optimal sitzt. Es sind schon sehr viele Welpen ganz geschickt rückwärts aus ihren Geschirren geschlüpft oder haben sich das Halsband einfach über den Kopf gezogen. Das ist natürlich eine wichtige Sache, auf die ihr achten solltet. Wenn euer Hund die Leinführigkeit dann gelernt hat, könnt ihr aber auch auf das Geschirr verzichten. Für den Freilauf bietet sich eine dünne und leichte Schleppleine an, sodass ihr eurem Welpen entspannt die Welt zeigen könnt. Wir empfehlen eine 5 bis maximal 7 Meter Leine, die der Hund dann am Geschirr hinter sich herzieht. Neben der Schleppleine braucht ihr natürlich auch noch eine normale Führleine, die darf dann so 1 bis 1,5 Meter Länge haben. Da der Welpe sich am Anfang noch komplett unkontrolliert löst und überall seine Geschäfte erledigt, wo er steht und geht, solltet ihr am Anfang einen sicheren Vorrat an Hundekotbeuteln dabei haben. Für zu Hause lohnt es sich, einige Putztücher da zu haben und natürlich auch die entsprechenden Reinigungsmittel. Welpenunterlagen empfehlen wir nicht, da ja die jungen Hunde sehr, sehr schnell lernen, eigentlich sich draußen zu lösen, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt, alle 2 Stunden rauszukommen. Hunde mit Welpenunterlagen lernen häufig dann Teppiche zu nehmen statt der Welpenunterlage und das macht am Ende oft mehr Probleme, als dass es wirklich hilft. Ihr werdet schnell merken, dass Welpen alles mit ihren Zähnen erkunden und damit euer Hund sein Kaubedürfnis befriedigen kann, ohne an eure Tapete oder an euren Tisch zu gehen, könnt ihr ihm entsprechende Spielzeuge zur Verfügung stellen. Es gibt einige Kauspielzeuge, die wirklich lange halten und auch ja, die Zähne und den Gaumen des Welpen stimulieren und damit fühlt er sich einfach auch gerade im Zahnwechsel dann besser. Für die Fellpflege und auch für spätere Untersuchungen sollte euer Welpe von Anfang an lernen, sich anfassen und auch pflegen zu lassen. Eine weiche Bürste reicht am Anfang dafür aus und je nach Rasse müsst ihr dann die Bürste recht schnell auch wechseln, wenn sich das Fell verändert. Auch das Ziehen einer Zecke muss geübt werden. Es gibt auch hier verschiedene Zeckenzangen, die ihr kaufen könnt. Die solltet ihr immer im Haus und idealerweise auch im Auto dabei haben. Wenn ihr mehr rund um das Thema Welpe erfahren möchtet, dann findet ihr viele wichtige Informationen in unserer kostenlosen Welpenfibel. Wir wünschen euch ganz viel Freude mit eurem neuen Familienmitglied. Es ist eine unheimlich schöne Zeit, die wahnsinnig schnell vorbeigeht. Genießt sie und mit der Checkliste, wenn ihr da alles besorgt habt, sollte nichts mehr schiefgehen.